Servus und einen wundervollen Muttertag an alle Mütter da draußen. Möge die Macht weiter mit euch sein. Ihr braucht's. So, ich habe keine Ahnung mehr, wieso, weshalb, warum wir hier waren, was zu tun war. Ich weiß es echt nicht mehr. Also wir haben ja die neue Fähigkeit jetzt in der letzten Folge gelernt, das weiß ich. Ich bin trotzdem voll aufs Maul. Okay. So, das Problem haben wir gelöst. Boah, Gott, was war nochmal zu tun? Ach so, ja, genau hier. Nein! Ich kann das hier nirgends festmachen. Muss ich da vielleicht hoch und das dann da oben festmachen? Oh, also mit dem Tempel hier habe ich echt gerade so meine Probleme. Ist das gewollt? Nein. Das gehört, da ist gerade Sirene. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Schräge war, wo es runterging. Ah.
So hoch kriege ich das nicht. Wegen dem Wasser oder was? Was muss ich denn da jetzt machen, verdammt? Warte mal. Ah, ey, also manchmal. Ich könnte jetzt in Dauerschleife 5 Minuten laufen lassen. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Okay, mit Wasser funktioniert das nicht. Oder? Nö. Das heißt, ich muss irgendwas auf der anderen Seite machen. Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, kann es sein, kann es sein? Schwach, Baby. Das ist viel besser. Ich muss irgendwie das Ding da abfackeln. Okay. Wirklich was gebracht hat es ja jetzt nichts. Und ich komme da auch nicht durch, oder? Wenn ich da jetzt durchlaufe, geht es direkt kaputt. Jo. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas, was eigentlich total einfach zu lösen ist, aber ich bin so blöd dafür. Tanken? Nur
wir halten diese Kette zusammen. Ja, das ist mir schon klar. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Ich sehe, eine Kugel fährt diese Laterne an. Wenn die Laterne runterfällt, bricht sie bestimmt auf. Oh Gott, bin ich doof. Jetzt hat's Klick gemacht. Ja. Oh, also manchmal. So gesagt, ist eine total einfache Lösung. Haha. Habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiter forschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Ja, sehen wir es uns an. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Tod durch Liane. Droidensteuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück.
Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Natürlich ist das eine Falle. Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Irgendwas, was ich hasse, wird das sein. Was soll man hören? Ich höre nichts. Was murmelst du denn da drüben? Ich versuche mich an die Informationen über den Fillack zu erinnern. Heißt der so? Du kannst ihn erlegen, indem du ihn erschießt. Mehr musst du nicht wissen. Zur unteren Ebene. Das hilft uns beim Rückweg. Der Verwundete hat einen Sturmtruppler erwischt. Okay. Na los, holen wir ihn uns! Kämpf! Na los, ihr Feiglinge! Das wirst du bereuen. Los geht's! Zeig mal, was du kannst, BD. Aha! Du hast es drauf. Oh, du hast was gefunden. Ja, gut, ich bin auf dem richtigen Weg. Hui. Gute Landung. Was soll denn das? Ey, das war ein Fehler. Das ist ein Bug. Ah nein, der besiegt mich so oder so. Oder was? BD. Wo sind wir? BD 1? Hey, Kumpel. Wo steckst du?
BD? Tja, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Und da vielleicht mal rausfinden, was hier los ist, verdammt. Okay, ich krieg nichts auf. Ich wurde vom Kopfgeldjäger gefangen genommen, seltsam. Naja, gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht finden wir ja dann raus, was es mit diesem seltsamen Angriff auf sich hat. Danke fürs Zuschauen, macht es gut, bis dann und ciao.